Hallo und herzlich willkommen. Wir haben immer noch den 12.10. für mich, 12.10.2019, und wir haben immer noch Samstag und ich habe schon aufgenommen. Ich habe aufgenommen Kartenchaos letzte Episode, davor habe ich ein Pack-Opening gemacht und davor habe ich den Mechjäger gespielt. War super witzig, war super cool. Easy Rank 5, sage ich nur. Rang 5 bin ich geworden in Wild. Kann man machen. Auf jeden Fall. In diesem Sinne wird mal wieder Zeit. Solo-Abenteuer. Feuer, Wahnsinn, Murlocs. Rafam hat die Plagen von Uldum entfesselt und nur wir können ihn aufhalten. Forscher, versammelt euch. Kapitel 1, 2, 3 und 4. 1, 2 und 4 habe ich abgeschlossen. 3 von 5 sind abgeschlossen. Kapitel. Das Grab wartet auf uns. Gehen wir es an. Kapitel 3 immer noch nicht. Was hätte man denn hier? Helden sind immun, solange sie Diener kontrollieren. Wollen wir uns den Anomalie-Modus mal geben? Das ist auch schon länger her. Ein richtiger Tag für ein Abenteuer. Oh, Plagen ausgenommen. Und dann nehme ich Finley. Solange Diener kontrolliert werden, ist man immun. Ah, da wäre Wiederkehr natürlich super nice. Oder hier, das ganze Board voll buffen. Ja, ist auch okay. Jo, da holt man sich einen Diener raus. Zurück in den Kampf. Ja. Mit der Anomalie könnte jetzt auch interessant werden. Entweder mache ich es mir damit noch viel schwieriger. Weich zurück, Unhold. Zeit, die Welt zu retten. Oh, das Zeug hier? Das ist für... meine Forschung. Oder es könnte einfacher werden, mal sehen. Die Schlotternächte? Oh, ein gar schreckliches Fest. Als ob ihr noch nie etwas verschärft hättet. Also eine Plage des Ich erforsche Todes? Gelegenheiten Korrekt? Zum Eigenkapital oh, ja. zu wachsen. Uralte Gräber, eine Plage des Todes. Das ist Zorn der Titanen in reinster Form. Druckzähne Dunkel. Ja gut. Vielleicht habe ich es mir damit doch nicht unbedingt leichter gemacht, aber schauen wir mal. Ich habe.
habe schrecklich wenig Kraft. Ups, da seid ihr wohl falsch abgebogen. Meister der Magie. Seid etwas Respekt. Eine weitere. Schatz. Passiv. Ihr zieht in jedem Zug zwei zusätzliche Karten. Ihr seid immun gegen Erschöpfung. Naja, immun gegen Erschöpfung bin ich ja vielleicht sowieso durch die Anomalie unberührbar. Helden sind immun, solange sie Diener kontrollieren. Passiv eure Diener haben. +1/+1. Passiv, nachdem ihr eine Karte mit geraden Kosten ausgespielt habt, könnt ihr eure Heldenfähigkeit. Achso. Nee, dann nehme ich stärkere Diener, glaube ich. Wow, das Leben in Rüstung umwandeln ist natürlich ziemlich krass, wenn man hier richtig viel Leben hat. Ich probiere das nur mal mit der Anomalie aus. Wenn das nicht klappt, gehe ich noch mal wieder in den normalen Modus. Und nehmt die Tatzen hoch, mein Herr. Das ist eigentlich eine ganz gute Starthand. Die Beute ist da. Meine Vorfahren über mich machen. Oh my gosh. Ihr denkt, ihr habt eine Chance gegen mich? Schlangen gute Munition. Das Miese ist, ich muss die Schlange aus dem Weg räumen. Sonst. Komme ich da nicht ran. Und die kleinen Schlangen auch. Thank you.
der wird echt hart als Gegner. Keine Europol. Der Tod. Hart. Oh, komm. Oh, mein Lampe flackert schon wieder extrem. Macht so. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Das ist sehr irritierend gerade, leider. Eure Gegenwart ist eine Beleidigung. Falsches Passwort. Jo. Schreckensfledermaus! Weich zurück, Unhold! Zeit, die Welt zu retten!
Eine Schreckensfledermaus. Dum di dum di dum di dum di dum. Das läuft. Tja. Schreitet tiefer in die Dunkelheit. Ihr denkt, doch. Zeigt etwas Respekt. Eure Gegenwart ist eine Beleidigung. Seht!
jetzt wo der liegt, ist eigentlich GG. Was will er tun? Verleiht allen Dienern in eurem Deck plus 2 Angriff, Todesröchel, lasst die Karte auf Ohren zurückkehren. Nachdem dieser Diener angegriffen habt, erhaltet ihr zieht diese Karte. Ja, schwer, ne? Ich nehme jetzt einfach mal die Klinge hier. Legenden. Das ist die dunkelste Macht. Wie famos. In dieser Wirtschaft treffen wir gewiss auf Gleichgesinnte. So ein reisender Händler zu sein, stört mich nicht. Das hat was. Schöner Schlamassel. So, wählt einen feindlichen Diener, fügt ihm Deck hinzu. Ja, den vielleicht. Entfernt alle Diener, bla, Wirtshaus, verleiht einem befreundeten Diener plus 2, plus 2. Könnten wir auf den Dicken hier machen. Passt auf die Mumien auf, die sind unfreundlich. Wobei auf den Windzorn-Dings wäre, glaube ich, noch effektiver gewesen, egal. Grab des Kartut. Das dauert schon länger jetzt, ne? Mit der neuen Regel hier. Wäre ich normalerweise schon voll durchgerusht. Egal. Eine
lebendig. Grab des Kartut. Äste, Gebeine und Gestreu. Oh Mann, was geht hier nur ab? Oh, yo, das läuft. Ja, komm, YOLO. Boah, 22:14. Was soll ich sagen? Geister-Echo wäre... Oh! Ah, guck mal.
die KI schon gerochen, dass das GG-Timing war. Aber auch das, die Bufferei wird ja immer heftiger, ne?
gegen mich! Seht! Ich werde zurückkehren! Wow! Aber die Games dauern lang, aber ich muss sagen, easy peasy soweit. Soweit ganz einfach. Sir Finlay gegen Klack. Weich zurück, Unhold. Zeit, die Welt zu retten. Das war's. What? Das war's. Ah, ich hätte erst die Waffe spielen sollen. Egal. Krass, krass. Krass, krass. Dann gibt es ja nicht mal einen Fatigue-Win. Hmm.
Erde zurückkehren. Seht! Wer weiß, was für Geheimnisse wir lüften werden. Ja, das mit dem Stachel ist natürlich krass. So macht er meine Dinger immer kaputt. Trotzdem bin ich zuversichtlich. Gleich spiele ich den, dann gibt es alle Buffs noch mal doppelt und dreifach und dann habe ich zwar keine Minions mehr im Deck, aber egal. Jo. Ja, warum eigentlich nicht, ne? Erstmal hier. So. Nur Nebelrufer und die Waffe, ey. Wenn da noch ein Minion drin ist. Ich glaub zwar nicht, aber. Ich sag mal so, der ist gebufft. Krass, ich hab schon gedacht, die Sylvanas holt einen rüber. Ehrlich gesagt. Ja, 33-13. Ja, das ist wichtig. Gegenwart.
eine Beleidigung. Passiv, eure Diener, die zwei oder weniger kosten, sind giftig. Gleich zu Beginn des Spiels den Angriff all eurer Diener an ihr Leben an. Ich glaube, das wird sich bei mir sogar fast lohnen. Ich habe schon einige mit viel Leben. Blockt tödlichen Schaden, fügt den feindlichen Helden 20 Schaden zu. Ja, ich nehme lieber Safe Damage. Yo. Stohlenheit, Wiederkehr ist auch nicht schlecht, ne? Ja, ich nehme tot oder lebendig. Ab in den Dschungel. Sieh an, eine willkommene Gelegenheit, die müden Gräten auszuruhen. So ein reisender Händler zu sein, stört mich nicht. Das hat was. Wählt einen feindlichen Diener, fügt ihn ins Deck. Schöner Schlamassel. Ja, drei von dem wären nicht schlecht. Eine ansehnliche Truppe ist. Boah! Alter! Boah, ich mich jetzt erschrocken. Ein Licht von mir hier ist jetzt ausgefallen. Expertenunterstützung, hm? Ihr habt Stil. Alter, habe ich mich erschrocken. Auf, die sind unfreundlich. Ja, sorry, wenn die Bildqualität jetzt hier ein bisschen nachlässt, weil, wie gesagt, eine Lampe ist gerade ausgefallen. Sir Finlay gegen eine Kammer voller Fallen. Dieser Raum bringt Ärger. Das spüre ich in jeder Schuppe. Die Schlotternächte? Oh, ein gar schreckliches Fest. Ihr habt eine Chance gegen mich.
was ihr getan habt. Mein Ziel ist vonnöten. Eventuell war das ziemlich dumm mit dem Secret, weil der Gegner dann immun sein wird. Geht mir gerade so durch den Kopf. Naja. Vielleicht auch nicht. Gute Nacht, Freunde. Ich habe die Seuche perfektioniert. Das war unerwartet. Wow.
Ach, come on. Oh, baby. Das ist ganz schön hart, wisst ihr das? Jetzt kann ich nur hoffen, dass ich den mit der Waffe wegkriege, dann macht's ja trotzdem Boom. Verbergen? Ich weiß, was ihr getan habt. Tut Buße! Gutes Versteck. Gut, Buße! Für den scharlachroten Kreuzzug! Ja, es läuft doch! Das läuft. So, was haben wir hier? Okay. Sieben von acht. Sir Finlay gegen Martial. Weich zurück, Unhold.
Zeit, die Welt zu retten. Ihr bekämpft die Plagen? Ich finde sie eigentlich ganz nett. Fleisch verwest. Kristalle sind sicher. Erwache. Immer schön einen kühlen Kopf bewahren. Well, you. Das ist natürlich schade. Aber egal. Einer liegt immer noch. Ich kann noch mal zwei spielen. Nicht so cool, ne? Das Licht schwindet. Doch wir kämpfen noch. Bleibt da einfach stehen und lasst mich euch vernichten. Der damaget sich selbst natürlich jetzt gar nicht. Aber egal. Das Chaos wartet. Niemand verlässt dieses Grab lebendig. Ja, da kommt doch direkt einer raus, oder? Ja. Versteck.
Das dauert. No damage. No damage. Komm schon. Endlich! Endlich ist es getan! Und der Letzte kommt! So, jetzt wird sich zeigen, ob sich alles gelohnt hat oder nicht. Weich zurück, Unhold. Zeit, die Welt zu retten. Das Licht kann dem Tod nichts anhaben. Die Schlotternächte? Oh, ein gar schreckliches Fest. Redet nur weiter. Das war's. Die Verdammten stehen bereit. Er wird kommen, euch zu holen. Was für Geheimnisse wir lüften werden. Hat ja sowieso Wiederkehr. Soll es geschehen. Die Verdammten stehen bereit. Das Licht schwindet. Doch wir kämpfen noch. Na, der steht wieder auf durch die Hero Power. Oh nein, das schon wieder. Aber dafür habe ich das hier. Aber ich wollte doch eigentlich den Brand für den. Ist das noch irgendwie umgangen? Vielleicht. Vielleicht kriege ich es noch so umgangen, dass der Bran überlebt. Und es einen Doppelten von dem gibt. So, Doppelter. Dank Bran. Okay. Tut Buße!
des Todes. Eine Million mal Sylvanas. Die Sylvanas for free und holt einen von mir rüber. Jo. Von denen, ja. Den holt der raus, ist die Frage. Ha. Raptorstoß. Ja, komm, YOLO, was soll ich machen? Muss ich mit den Schlangen. Ja, den kaputt machen war klar. Giftschlangen. Ah, sehr mächtige Karte. Gerade hier für meine Konstellation. Arme Seelen in Not. Die ganze Nummer sehr früh platzen lassen, aber egal. Erste Damage, der drauf geht. Ich habe keine Zeit für Spielchen. Jetzt richtig ab. Oh nein, die Sylvanas ist einfach so broken in der Konstellation. Da fehlen mir die Worte, so broken ist das. Ohne Witz. Ist ja noch nicht krass genug. Das ist einfach zu krass, Mann. Ja, Sylvanas OP, was kriegst du? Bran, bitte. Ich habe keine Zeit für Spielchen. Okay, wenn ich den da drauf gehe, kriegt der den zurück und ich krieg den zurück, ne? Wäre eigentlich eine ganz coole Sache. Warte mal, wenn ich den zuerst spiele und dann Geister-Echo mach. Vor der ganzen Traderei, aber dann kriegt er auf jeden Fall auch einen. Ich
würde von ja. Einen auf die Hand. Einer ist wieder da. Der Baum ist da. Okay. So. Dann habe ich jetzt den tot. Dann mache ich Sylvanas kaputt. Bitte nicht die dicke Spinne. Bitte nicht die Spinne. Ja, den kannst du von mir aus haben. Auch nicht so bombastisch, ne? Aber ja. Joa, das gibt wieder eine Spinne für mich. Oder auch einen Dings für ihn. Wobei, sein Board ist voll. Richtig nice. Richtig nice, das Board ist voll. Schön. Wer weiß, was für Geheimnisse wir lücken. Buff alles, Junge. Doppelte Buffs. So cool für dich, glaube ich. Wisst ihr, was das Coole ist? Die Bäume nehmen ihm die ganzen Slots auf dem Feld weg. Das ist natürlich richtig cool. Ich bin gut im Rennen, aber ich weiß ja, dass bei dem Boss so eine Karte, Plage des Todes und Sylvanas alles wieder rumreißen kann. Und dann stehe ich trotzdem da und verliere. Aber egal, das Coole ist, ich bin sehr low im Life. Dann kann ich sowas hier machen. Schon mal sehr cool. Und steht ein 27-13 da. Plage des Todes Nummer 2. Warum auch nicht? Aber ich krieg ihn einfach nochmal. Waffe den und den. Nochmal den. Bums. Bums. Rums. Lebt. Ich habe keine Zeit für Nein!
ich bloß nichts gesagt, ey. Sylvanas ist echt übel in der Konstellation, muss man wirklich sagen. Jetzt kriegt er den rüber oder so und dann habe ich ein dickes Problem. Und ich muss Sylvanas leider töten. Komm. Das war gar nicht so schlau. Ich hätte erst, weil er kriegt ja jetzt noch eine. Ich habe keine Zeit für Spielchen. Egal, 50-50. Vielleicht kriegt er einen von den beiden. Dann kann ich mit dem anderen wiederum wieder traden. Okay, er hat den Müll gekriegt. Da habe ich ja Glück gehabt. Cool ist, er hat alles mit Müll voll. Das ist halt richtig nice. Das ist ein guter Counter zu dem, muss ich ehrlich sagen. Man lässt ihm einfach die Bäume durch Sylvanas. Oder man tötet halt immer den Baum, dann kriegt er direkt noch einen davon. Voll gut. Richtig gut. Ja, jetzt in dem Kontext wäre natürlich hier schlauste. So, jetzt habe ich 35 17er Gottesschild Wiederkehr. Und schon ist wieder eine Sylvanas da. You see the problem? Wer den jetzt kriegt, ne? Ja, gut. Ich habe keine Zeit für Spielchen. Hey, und es werden immer mehr. Immer mehr. Ja, wenn er den Dicken kriegt, dann ist, glaube ich, GG für mich. Eindeutig. Bitte nichts Krasses. Was konnte der nochmal? Ich habe keine Zeit für Spiele. Ja, und er hat die halt nochmal gekriegt. Cool ist auch, ich habe mich voll geheilt mittlerweile. 49 Rüstung einfach mal for free. Wenn das in der Runde nicht klappt, dann weiß ich es ehrlich gesagt auch nicht mehr. Respect.
98. Ja, lol. Raptorstoß. Stoß. Eure schreitet voran. Spürt nein! Den kalten Haus des Todes. Frühzeitiges Ableben wofür? Okay. Kerze. Lavaschock und Zip, Zap, Zrap. Weiß ich gar nicht mehr, was das war. Boom. Dieses Grab kann mich nicht halten. Oh, warum? Ich weine so hart. Kann doch nicht sein. Ja. Ey, das gibt's doch nicht! Eine Sylvanas nach der anderen, Junge! Na klar, kriegt ihr das Dickste. Ich bin zurück. Boah. Ah, das Coole ist, ich kann ja immer was dagegen tun, zum Glück, aber. Cool ist das nicht. Nicht? Drehe ab! Boah, wenn der überlebt, bitte. Die kalte Dunkelheit. Das Board nicht so krass. Ah! Wie viele hat er eigentlich davon? Der hat das jetzt schon 3 oder 4 Mal gespielt, ne? Na gut. Guckt euch die overpowerten Diener an mittlerweile hier. Wah-chipoo!
Rechnung. Sieht gar nicht so gut aus, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich verliere das noch. Echt bitter. Was passiert eigentlich, wenn er damit jetzt nicht angreift? Hier gleich nur noch Damage. Oh Mist, 8 Damage an allem. So. Na, endlich. Jetzt hat er das schon 6 Mal gespielt, kann er wohl nicht sein. Das gibt's nicht. Nein! Jetzt ist es soweit. Ab jetzt ziehe ich nur noch Gift. Na, fast. Nein.
gut überlegen. Abenteuerbelohnung. Ansturm Windzorn fügt am Ende eures Zuges einem zufälligen feindlichen Diener 4 Schaden zu. Wow. Grab des Kartut. Gang Nummer 5 ist frei. Boah, ey, das war eine richtige Geburt. Also ich muss ehrlich sagen, für den habe ich richtig lang gebraucht. Auch jetzt in dieser Episode sehr lange gespielt, aber ich bin froh, dass auch Gang 3 endlich durch ist. Ich hoffe, euch hat's gefallen. In diesem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal.